Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir werden heute ein neues Pferd kaufen und ich freue mich so sehr, dass es nun endlich soweit ist, dass ich mir ein neues Kaltblut kaufen kann. Und wir werden jetzt sehen, welches es werden wird, denn ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. So, und schon stehe ich hier mit Snowwind, den ich noch vom letzten Stream unter meinem Popo hier habe. Und ja, wir werden ein neues Pferd kaufen, wie schon gesagt. Es wird ein Kaltblut sein. Und ich bin ganz gespannt. Naja, obwohl ich weiß eventuell schon, welches ich nehmen werde. Aber trotzdem möchte ich noch einmal schauen. Und ihr hattet ja im letzten Video der Kaltblüter die Abstimmung, wo ihr abstimmen konntet, welches ich mir kaufen soll, weil ich einfach alle so super toll fand. Und ja, da ziehe ich natürlich auch eure Entscheidung mit ein. Und deswegen kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass ich mir keinen Rappen kaufen werde. Denn der hat leider die wenigsten Stimmen bekommen. Leider, leider. Obwohl ich es echt so super schön finde. Aber ich muss sagen, mir gefällt auch noch ein anderes auch sehr, sehr gut. Und daher gucken wir uns das jetzt noch einmal an. So, da steht der Rappe. Den möchte ich mir trotzdem noch einmal ansehen. Denn ich finde ihn wirklich super knuffig. Super knuffig. Nein, sagt er. Nein. Finde ich wirklich sehr schön. Mit 749 Starcoins ist es natürlich auch eigentlich sehr, sehr erschwinglich. So, den darf ich mir aber nicht kaufen. Stattdessen hat Rotbraun gewonnen. Und da steht natürlich einmal dieser hier zur Verfügung und auch noch ein anderer. Und den werden wir uns auch gleich nochmal anschauen, damit ich mich entscheiden kann, welchen von beiden. Da ich ja gesagt habe, dass ihr die Entscheidung habt, was ungefähr dann die Farbe angeht, da ich das Video ja vorher mit der Abstimmung gemacht habe, wo nur die ersten drei Farben verfügbar sind. Deswegen muss natürlich auch die neuen Farben so ein bisschen mit eingerechnet werden. Und ich finde den hier auch so super schön. Wirklich richtig, richtig hübsch. Und ich denke, es könnte vielleicht sogar dieser werden. Aber wir machen uns nochmal ganz, ganz schnell auf den Weg zu den anderen beiden. So, da sind wir angekommen in Fieldgrove und hier stehen schon die anderen beiden. Und zwar ist es einmal der Weiße. Ich finde die Augen so wunderschön und ich mag ja weiße Pferde. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Mega, mega schön. Was mir nur nicht so gefällt, ist, dass man die rosa Nase so ein bisschen dadurch sieht. Und bei den Augen ist es auch für mich, für meinen Geschmack, da ein bisschen zu hautig, wenn ich das mal so sagen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde es halt komplett weiß ein bisschen schöner. Und der hier steht natürlich dann auch noch zur Auswahl. Auch eine der neuen Farben. Ah, schwer, schwer sich zu entscheiden, wenn alle so schön sind. Oder was sagt ihr? Wirklich sehr, sehr hübsch. Ich würde am liebsten alle kaufen. So ist es einfach. Das wäre einfach so mega klasse. Aber ich glaube, da muss ich noch unglaublich viel sparen, bis das denn wirklich so weit ist, dass ich mir mal alle kaufen kann. Aber ich glaube, das hatte ich schon im letzten Stream gesagt. Ich finde, der Weiße sieht irgendwie ein bisschen pummelig aus. Das macht wahrscheinlich halt einfach nur das Weiß, weil sonst sind sie ja vom Körperbau genau gleich. Ja, welches werde ich mir nun kaufen? Ich denke, ich werde mir das aus Whaledale kaufen, wie ich das schon gedacht hatte, weil ich finde das so wunderschön. Ja, trotzdem ist es sehr, sehr schwierig. Ich würde auch das gerne nehmen hier, irgendwie auch sehr schön. Nein, ich glaube, mir gefällt das in Whaledale doch noch ein bisschen besser. So, zurück in Whaledale, wo die anderen beiden stehen. Natürlich steht hier auch noch das Palomino, also das ist auch sehr hübsch, aber ich glaube, ich möchte mir diesmal doch lieber ein etwas dunkleres Pferd kaufen. Deswegen habe ich das auch vorhin nicht erwähnt. Es tut mir leid, dass ich es vergessen habe zu erwähnen. Ist natürlich auch wunderhübsch und es war von den Prozenten her gleich wieder rotbraune. Deswegen nehme ich jetzt wirklich den, der mir dann auch noch ein bisschen besser gefällt. Obwohl der auch echt süß ist. Oder nehme ich doch den Palomino? Der ist ja auch eigentlich wirklich richtig zauberhaft. Nee, aber ich denke, ich werde den hier kaufen, weil der auch so schön ist. Ich finde die Färbung einfach auch wundertoll. Ja, gefällt mir schon irgendwie am besten. Mit den schwarzen, aber den darf ich mir nicht kaufen. Heute zumindest nicht. Ja, ich würde sagen,
Die Entscheidung ist gefallen. Wir nehmen diesen hier. Oh, wie schön, oder? Oh Mann, ich bin jetzt schon ein nordschwedisches Kaltblut-Fangirl. Stärke plus 4, Disziplin plus 2, keine Geschwindigkeit, Ausdauer plus 2 und Agilität 0. Das Tolle finde ich auch, dass er kältebeständig ist. Finde ich richtig, richtig super. So, ich lese euch das noch einmal vor. Das nordschwedische Kaltblut ist eine alte Rasse für die Feld- und Waldarbeit. Oh, da kann ich mir direkt mal irgendwie... Stimmt, ich finde, das sieht sehr waldig aus. Also, wenn ich es so anschaue. Wegen den Namen, da muss ich mir natürlich noch Gedanken machen. Seine Ursprünge liegen in den Landschaften des nördlichen Skandinaviens. Oh, vielleicht irgendwas mit nördlicher Wald oder sowas. Wenn es sowas gibt, müssen wir gleich mal gucken. Herkunft und Umwelt haben das norwegische Kaltblut zu einem standhaften, herzlichen Pferd mit einem sanften, kooperativen Charakter gemacht, damit es ein perfektes Freizeit- und Familienpferd. Diese beweglichen Schwergewichte glänzen in allen Disziplinen, wie zum Beispiel Sprungreiten, Reiten auf Westernart, Dressur und sogar in Rennen. Jawohl! So, nun kaufen wir das Pferd. Jetzt will ich mal gucken. Gibt es hier was mit Nord? North? Oder Wind? Nee, ich habe schon so viele, die mit Winter heißen. Ich will mal gucken. Nord. Norden. Ninja? Halt, Ninja doch nicht. Mensch. Okay, hier gibt es schon mal kein N. Wind. Wind finde ich natürlich auch immer ganz, ganz toll. War da oben noch? Hier war Knight. Hier, North. So, North. Und jetzt muss ich mal schauen, was dazu passt. North finde ich schon mal sehr, sehr schön. North. Northborn. Ne, Moment. North Forest klingt halt echt blöd irgendwie. Northflower, North Friend? Nee. Ein Nordmädchen. Oder gibt es hinten North? Wahrscheinlich nicht. North. Eis. Nordeis. Ja, das wäre schöner zum weißen Pferd. North Kiss. Madness. Okay, mal gucken, was mir so. Nova mag ich halt auch irgendwie. North Nova. Oder Cold. Irgendwas mit Cold oder irgendwie sowas wäre nicht schlecht. The Bell Rider. Shadow. Passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Tornado. Oh mein Gott, nein, kein Tornado. Whisper. Whisperwind. Ich glaube, ich habe aber schon einen Whisperwind. Moment. Cherry. Oh, ich mag es Cherry-mäßig auch immer sehr, sehr gerne. Aber es muss ein bisschen was Erdiges, was Natürliches sein irgendwie diesmal, finde ich. So, was gibt's denn noch? Fall. Northfall. Finde ich auch mega. Warte mal. Fall. Fall finde ich eigentlich ganz cool. Steht schon mal zur Auswahl, zur näheren Auswahl. Pumpkin Rich. Spell. Spell mag ich auch. North Spell. Spell, ja, Spell gefällt mir auch sehr gut. Wings. Und Wings findet North Wings. Ich glaube, ich finde irgendwie North doch nicht so toll. Also die drei stehen auf jeden Fall schon mal zur Auswahl. Moment, hier unten hatte ich doch Wish. Wind. Ich habe schon was mit Wind halt. Sunny. Hier. Spell. Also Spell. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Silent Spell. Silent Nova. Also heute brauche ich ein bisschen länger, um einen Namen auszusuchen. Bitte verzeiht. So. Ich dachte, North wäre ganz cool. Aber umso öfter ich North sage, umso komischer klingt es irgendwie. Flame. Oh, warte. Flame finde ich auch gut. Flame Wings. Flammenflügel. Flame Wings. Finde ich. Flame Wings. Flame Wings finde ich cool. Was war das andere nochmal? Flame Spell. Nee, Flame Wings finde ich besser. Und das andere war noch. Oh Gott, ich vergesse mal, was ich ausgesucht habe. Wo war es denn nun? Ja, wenn ich es schon nicht mehr weiß, dann hat es mir wahrscheinlich nicht so. Achso, hier, warte mal. War das hier? Nee.
Ich glaube, ich bleibe bei Flame Wings. Ich finde das irgendwie wirklich sehr, sehr schön. Und damit hätte ich gleich einen neuen Namen für ein Alicia Online Fohlen. In Deutsch dann natürlich Flammenflügel, obwohl Ü geht ja wieder nicht. Naja gut, OE. Flame Wings. Oh, wie schön. Ja, ja, Flame Wings ist gesagt auch das Rotbraune so von den Flammen her. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Yay! So, jetzt muss ich erstmal wieder zurück ins Stall und dann schauen wir mal. Ein bisschen schneller. Ich hoffe, es gibt keinen Disconnect. Momentan ist es ja mit den Disconnecten immer so ein bisschen kriminell. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Jawohl. Und Abholservice. Schnell abholen lassen. Damit ich nicht noch länger auf mein Pferd warten muss. Oh, es ist bestimmt jetzt eher auf der Weide, weil alle meine Plätze voll sind. So. Dann mal schnell in den Stall zurück. Oh mein Gott, ich freue mich wirklich riesig. Endlich das Kaltblut gekauft zu haben. Oh mein Gott. Ach, wieso muss ich immer so begeistert sein? Es ist jedes Mal beim Pferdekauf so, dass ich immer so super begeistert und glücklich bin. So. Ich muss mein Pferd, hier Flame Wings, einmal tauschen. Mein Urpferd muss auch mal auf die Weide. So, mal schauen. Zack. Und einmal aufsitzen. Oh, du bist so schön. Okay, ich bin jetzt schon begeistert. Ich habe kein Zaumzeug und nix. Habe noch 554 Starcoins. Das heißt, wir werden dann auch nochmal in den Shop gehen in der nächsten Vollgabe erst, weil das wird sonst ein bisschen zu lang und ich kann mich ja immer nicht entscheiden. Also wird es in der nächsten Folge ein Shopping-Special geben wieder. Und ich muss sagen, ich liebe die Shopping-Specials. Oh, was für ein schöner Gang. Moment, das muss ich noch mal ein bisschen hier anschauen. Oh, sieht das hübsch aus. Okay. Ich bin jetzt wirklich bekennender Kaltblut-Fan. Ja, jetzt bin ich gegen den Zaun geritten. Das kann mal passieren. Okay. Das ist ein leichter Trab. Ein leichter Galopp. Sieht total easy aus so ein bisschen, ne? Voll schön. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, einmal zurückgehen. Oh, sieht auch irgendwie elegant aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das so. Okay, beim Steigen, da kommt es nicht so richtig hoch. Aber das ist nur realistisch irgendwo. Habe ich nämlich auch noch tatsächlich nirgendwo steigen gesehen. Ja, sieht aber durchaus echt realistisch aus. Ich meine, es ist ja nun mal ein Schwergewicht und da kann ich mir gut vorstellen, dass die in echt halt auch nicht so wirklich so mega weit steigen. Warum auch? Das sieht eher wie so ein Schreck aus, so ein bisschen. Finde ich schön. Oh, noch einmal Galopp. Nirgendwo gegenreiten bitte, so wie jetzt. Aber so sieht man das ganz gut. Ja, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön sogar. Oh, ich bin begeistert. Mal wieder. Oh, ist das schön. So, die Animation, bleibt es so wie beim Kaufen, wo sie im Stall standen? Bestimmt. Oh, super schön. Ja, nun ist natürlich die Frage, was nehme ich da für ein Set zu? Welche Farbe? Was passt zu denen? Ich tendiere ja fast schon zu schwarz. Oder braun tatsächlich auch. Schwarz oder braun irgendwie könnte ganz gut dazu passen, damit es halt immer noch weiter so ein bisschen natürlich und erdig aussieht. Deswegen denke ich, dass so knallig irgendwie nicht so richtig dazu passen würde. Tja, das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich könnte mal kurz... Moment, habe ich zufällig was Braunes dabei? Ich glaube, ich habe nichts Braunes. Nee, leider nicht. Hier habe ich noch eins. Schade. Nichts Braunes. Schwarz-Weiß. Könnte man schon mal gucken. Oh, habe ich mein Pferd gerade ein Stück geschoben? Kann ja mal passieren. Na gut, wie gesagt, Schwarz und Weiß so könnte schon dazu passen. Ich weiß es noch nicht so richtig, ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen, ich werde mich bis zur nächsten Folge bestimmt ein bisschen, was es die Farbe angeht, entschieden haben. Oder wir testen einfach mal ein bisschen durch. Oh, ich sehe es jetzt schon kommen, dass das Shopping-Video wieder ewig lange gehen wird. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Shopping-Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.